In Brüssel hat am Montag der Prozess zu den Terroranschlägen 2016 in der belgischen Hauptstadt begonnen. 10 Angeklagte stehen wegen der Anschläge vom 22. März 2016 auf dem Brüsseler Flughafen und in einer Metrostation vor Gericht, bei denen 32 Menschen ums Leben kamen. Fast 1000 Zivilparteien werden zu dem Verfahren erwartet. Verletzte, Angehörige der Opfer. Sie kommen, um auszusagen oder dem Verfahren zuzuhören. Für einige ist dies der Beginn einer neuen Tortur. Sie sei sehr gestresst, auch sehr ängstlich über das, was passieren werde. Sie habe bis zum letzten Moment gezögert, sei dann aber doch gekommen. Irgendwann müsse sie dabei sein, da auch Zeugenaussagen geplant seien. Es sei einfacher, wenn man begleitet werde. Andere Zivilparteien scheinen vor allem diese schmerzhafte Seite aufschlagen zu wollen. Esmail Fazal Sara hat ihre Schwester in der U-Bahn verloren und erwartet nicht viel von diesem Prozess. Sie hege keinen Hass, sagt sie. Der Blick der Angeklagten könne ihr nichts anhaben. Sie sei mit sich im Reinen. Von den 10 Angeklagten sind 9 im Gerichtssaal anwesend. Die Frage ist, ob sie während der Anhörung sprechen wollen oder nicht. Für die Anwälte ist es notwendig, dass Debatten stattfinden und sich alle äußern können. Es sei enorm wichtig, den Zivilparteien zuzuhören, sagt dieser Anwalt. Das gebiete der Respekt vor ihrer Würde und ihrem Leid. Die Konsequenz für seinen Mandanten werde es sein, sich nicht hinter dem Recht zu schweigen zu verstecken. Es müsse eine gerichtliche Debatte geführt werden, es müsse gesprochen und erklärt werden und es müsse Verantwortung übernommen werden. Nicht nur die Angeklagten seien für das, was passiert ist, verantwortlich. Der Prozess wird voraussichtlich zwischen 6 und 8 Monaten dauern. Fast allen Angeklagten droht lebenslange Haft.